Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Reise durch das Land der Verbannten hier in Conan Exiles. Und ja, heute bauen wir noch mal ein paar Sachen auf. Ich habe noch den Germa-Tisch offen. Den haben wir die ganze Zeit nie gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Aber ich weiß auch gar nicht, ob wir den brauchen. Aber ich baue ihn einfach mal auf, weil ich es kann. Dann würde ich draußen die verbesserte Werkbank der Schmiede hinstellen. Und dann nehmen wir nämlich den Schmied, der da drin steckt. So. So. So, und dann können wir hier den Schmied reinstecken. Und dann geht es hier, glaube ich, schneller mit dem Bauen, oder? Na, nehmen wir mal und brechen mal. Ah, hier stehen alle im Weg. Ihr Janosse. So, hier würde ich mal sagen, alles nehmen, das da abbrechen und den Schmied auch noch nehmen. Na klar, jetzt bin ich ein bisschen überladen. Ja. Ich brauche noch mal einen Waffenschrank. Einen Kühlschrank hat er. Und Dominik heute noch gesagt, wäre sinnvoll. So, die hatte ich da drinne, die können damit rein. Brauche ich ja sonst gar nicht. Das kann rüber. Da hatte ich doch noch mehr von. Also ihn kann ich hier rüber packen. Hier haben wir noch ein paar Stahlbarren. Das war da drinne. Dann das kommt in den Schrank. Die auch. Das kann ich mal gucken, ob ich es noch in den Schrank kriege. Ein Langschwert kann hier mal eben rein. Die ganzen Waffen erstmal alle hier rein. Die ich gerade nicht brauche. Eisen, hatte ich nicht schon das Stahlabhäutemesser? Anscheinend nicht. Den kann ich noch überpacken. Der Bogen bleibt. Die kommen woanders hin. Gut. So, jetzt haben wir den aufgebaut. Und dann können wir hier die Eisenbarren mit reinmachen und sagen das. Und oh, hier kann man mehr von bauen. Krass. Ja, dann bau doch mal. Gut. Dann können noch mal die Köpfe hier weg, die gerollten. Die können hier in den Präpariertisch. Muss ich auch mal noch mal gucken. So, zack. Ja, hier haben wir auch noch Leder und so drinne. Das kann weg. Das Harz. Wo fehlte denn das Harz? Das war doch hier, ne? Genau. Für das trockene Holz. So. Dann machen wir das. Und jetzt wollte ich noch den verbesserten Rüstungsmacher bauen. Den da. Aber da fehlen uns noch 50 Stahl. Die sind hier noch am Brutzeln. Es kann noch ein bisschen dauern, ne? Ja. Da warten wir halt einfach nochmal. So, was haben wir denn noch Schönes zu tun? Ah, da geht halt mehr, ne? Anscheinend nicht schneller, aber mehr. Effizienterer Einsatz. Vielleicht kann ich die dann später mal abbauen. Jetzt lasse ich erstmal stehen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. So, was wollte ich eigentlich mit dem Gerbertisch hier? Ja, Spawnpunkt bleibt ja gleich. So, hier, Rezept häuten. Der macht aus Elefantenhaus Haut. Was brauchst du, macht der dicke Haut, ne? Denke ich. Ich probiere es einfach mal. Wir haben ja hier irgendwo Elefantenhaut gehabt. Da war sie doch, glaube ich, ne? Katzenfell. Ach, da macht er doch bestimmt auch. Gib mir mal das Katzenfell auch mit. Da macht er doch daraus bestimmt das Fell, ne? Quatsch, hier. So, jetzt nehme ich aber erstmal eben. Gib mir mal 10. Kannst ja nichts mit falsch machen. Ne? Was braucht er denn noch dafür? Da. Ja, mach mal herstellen. Mal gucken, was rauskommt. Ne? Was haben wir denn hier? Heute ein Katzenfell. Katzenfell. So, lass mal gucken. Ja, ist ja egal jetzt.
Das war das, ne? Katzenfell herstellen. So, was fehlt? Nix. Einschalten muss man es halt. So, dann haben wir schon wieder was rausgefunden. Hier wollte ich nochmal gucken, bei unserem Tribock. Ja, will ich auch gar nicht aufhängen. Ja, der ist fertig, ne? So, wie kann ich den jetzt abschießen? Wie funktioniert das jetzt? Da fehlt doch noch was, oder? Tribock Arm hinzufügen. 500 Holz und 150 Steine. Ach Gott, das dauert hier ja das Teil. Und der Holz war hier noch was drin. So, und 150 Steine. Ach du Scheiße, 130 habe ich noch. Warte. Gib mir hiervon 20. Okay. Alles mal kennenlernen hier, ne? So, herstellen. Ja, Hashtag rüber schicken. Herstellen. Einer reicht. Hoffe ich. Der dauert jetzt wahrscheinlich wieder ewiglich lange, ne? Ja, denke ich mal. So, dann haben wir das, das. So, was konnte ich denn noch alles Neues bauen? Die Kesselflinte, das haben wir alles, ne? Den Gusstisch, der soll wichtig sein. So, wo steht der denn wohl da, ne? Das ist Gusstisch. Ja, den brauchen wir später für Glasflaschen und so. Und das ist die Kesselflicker-Werkbank. Aufsatz für stumpfe Waffen und so. Na, hier habe ich die wahrscheinlich gebaut, ne? Wie man das einsetzt, weiß ich allerdings immer noch nicht. Waffenschaden-Kit. Ein Beutel voller unerfreulicher Objekte, die zur Erhöhung des Schadens an Waffen angebracht werden können. Okay. Ah ja, okay. Da muss ich dann später auch noch mal gucken. Können wir eben einmal gucken, ob da oben welche sind und was für welche. Ich hätte gern noch einen Koch und so einen Gerber, aber da rennt gerade keiner rum am Lager, ne? Nö. Schade. Schade, 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 Marmelade. Aua. Ja, dann das baut. Das dauert, das läuft. Ja, was machen wir jetzt hiermit? Hier, dicke Häute macht er, aber der macht kein, der macht Tierhaut. Der macht kein Fell, ne? Ha, da steht hier ja auch. Wie kriege ich denn dann dieses Fell gemacht? Was ich brauche, um diesen Pinsel zu bauen, verdammt mich. Weil seine Kriegsbemalung ist ja schon weg. Und wie kombiniere ich Kugeleffekte? Ja, hier, ich habe das. Das. Und dann kann ich das doch hier nochmal probieren. Ob das was anderes macht, ich weiß es nicht. Eins. Ok. Und ich wollte das Grüne. Mit der habe ich schon mal probiert. Und sagt kombinieren und jetzt kombiniert er irgendwas und hat eine kombinierte Wasserkugel. Kann man das irgendwie benutzen? Nee. Ich raff das nicht, was das soll. Kann mir das vielleicht jemand erklären, Dominik, wie das mit dem Kugeleffekte vermischen funktioniert? Ich raff's nicht. Was man hier von mir will, schnall ich nicht, aber die könnten auch mal nach draußen, ne? Ja, ich weiß, die gehören zwar eigentlich nicht hier rein, aber... Ah, habe ich hier schon mal Wasser gebunkert? Der kann auch hier rein. Hier ist halt noch ein bisschen Platz, ne? Und die Gaskugeln. So, und dann habe ich doch noch diese verzauberten Kugeln, die jetzt nicht mehr da sind, hä? Och, Kerr. Ist ja schlimm hier. Die waren hier, ne? Okay. Silbermünzen nicht. Das kann dann hier in den Gerbertisch rein, die Ranken. Ja, ich hätte gedacht, hier mit dem Katzenfell.
Aber hier, dicke Häute, die kann ich auch gebrauchen. Nur 4? Ach hier. 31 herstellen, alles ist cool. Ja. Lass uns mal eben hier im Wissen nochmal gucken. Also, Waffen, sagt er, guckt das so. Aber was soll man nehmen, ne? Stahlkurzschwert, eisernes Kurzschwert. Entermesser hat 23er Schaden, 27 Schaden, 29 Schaden, Tepesh 36 Schaden und das hier hat 34 Schaden. Antikes Tepesh. Da hat er mir auch irgendwas zu gesagt, was ein Tepesh ist. Ich guck mal gerade nach. Eine Einhandwaffe. Ah ja, genau. Gut, dann bauen wir uns den doch vielleicht mal, ne? Würde ich mal probieren hier, den Einhand-Schäppisch. Wo ist er? Den Antiken hier. Freischalten, mal gucken, was ich dafür brauche. Auch hier, das kann ich aber noch nicht freischalten hier, ne? Leider nein. So, wenn dann draußen beim Schmied. Hä? Was? So ist er da, so nicht? Oh je. Was kostet mich das Teil denn? Da, antikes Tschepisch. Drei geformte Holz und 22 Stahlbarren. Naja, ich brauche erstmal 50 für die verbesserte Rüstungsmacher. Hier. 26 haben wir gerade mal. Naja, das lass mal einfach laufen hier. Was habe ich noch, was ich nicht mitschleppen muss? Die antiken Schädel will ich. Ach, ich wollte noch so viel Sachen rausräumen, ne? So, Silbermünzen raus. Wo habe ich denn das Mundsekret? Das habe ich doch eigentlich immer hier gebunkert, ne? So, die Steine, wo können die denn wohl hin? Na komm, die Ziegel packen wir erstmal hier mit bei. Das kommt gleich draußen hin. Das kann hier noch mit bei. Das behalte ich. Die Knochen hier mit. Ne, die Knochen habe ich schon im Schrank. Glas auch. So, jetzt muss ich nur den richtigen Schrank wiederfinden. Hier waren sie doch. Ach Mann. So, Knochen, ich muss nochmal ordentlicher sortieren, echt. So, und Glas auch hier rein. Die können raus. Die will ich nicht haben gerade. Das kannst du mal essen. Das kannst du mal trinken. Die Dinger können doch eigentlich auch noch mal hier rein, ne? So, dafür brauchte man ja hier Rundsekret. Hätte ich. So. Ja. Und dann sind wir doch mal hier noch den weg. Und dann gucken wir doch mal, was wir heute Buntes treiben wollen. Ich hatte ja mal geguckt, was da oben so ist. Aber da ist nichts. Da sind zwei kleine, also da oben hin. Da sind zwei kleine Dafari-Lager. Da so hin, ne? Und da bin ich einmal rundherum gelaufen, aber da geht es nicht nach oben hin. Da ist so ein Vorgang, vielleicht mit einer Eisbrücke, dass man sich den Weg darüber schlägt. Aber da oben ist ein kleines Lager und dann ist dazwischen noch ein kleines Lager. Also überhaupt nichts Besonderes. Da hinten waren wir ja schon. Das ist ja hier der Ort der Beschwörung da. Den haben wir quasi auch schon fertig. Ja. Jetzt wird's mal Zeit, dass wir was Neues entdecken, ne? Und ich habe das da hinten anvisiert. Vielleicht schauen wir uns das jetzt mal eben an. Ich laufe einfach mal mit einem Janus da ein Stück vor und hole euch dann dabei. Also, bis gleich. Dann habe ich jetzt mal kurz gecheckt hier. Das ist das, was ich vorhin meinte. Und da weiß ich noch gar nicht, wie ich da hinkomme, ne? Hier ist so ein riesiges Brückengeländer, aber ich will mir mal diesen Teil hier anschauen. Ich glaube, da haben wir uns auch noch nicht so richtig umgeguckt, ne?
würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Gucken, was da so auf uns wartet, ob wir was Cooles finden. Meine, irgendwie müssen wir ja mal die ganze Umgebung hier erkunden. Hier sind wir nur durchgerannt, haben uns aber nicht richtig umgeschaut. Deswegen würde ich das jetzt mal machen. Ne? Es ist halt schwer, wenn man nicht weiß, wo man gucken soll. Die Vorgaben sind ja hier auch vage. Hier gibt es noch was im Journal, aber hier, da hätten wir noch ein bisschen was. Da haben wir noch die drei, da auf den Turm der Fledermäuse klettern. Da traue ich mir irgendwie noch nicht wegen Wüste und komische Viecher und so, ne? Jetzt mal zum Beispiel dieser Stein hier. Die Sklavenstraße. Ja, guck mal, geil. Das ist aber auch normaler Stein hier, oder? Ja. Den gibt nur Stein. So, die Sklavenstraße. Ja. Lasst uns doch mal entdecken hier. Ich hoffe, hier gibt es noch mal ein paar Geister oder was, die uns was zeigen. Aber im Moment sehe ich erstmal nichts. Irgendwas ist hier aber. Das war nur ein Stein. Also die Musik klingt auf jeden Fall gruselig. Auf dieser Seite allerdings nicht mehr. Heißt, eher auf dieser Seite, wo es was zu entdecken gibt, oder? Würde ich jetzt fast behaupten. Hier vielleicht noch irgendeine Tafel oder so. Wer bist denn du? Moinsen. Gixxan, der Schatzsucher. I am Gilzan, treasure hunter and man of fortune. If you are planning to wander the avenues of this cursed city, then perhaps I can offer some advice. No charge the first time. Okay, Emote lernen. I don't know what exactly this place is, but a lot of things here don't add up. First, a lot of people who should be dead are alive in here. Why were they spared? Second, the Purge. They kill anybody and anything that gets in their path, yes. But they also take any relics that they can find with them when they get out. Some of the less reputable people I know call this skimming. You let some other fools take all the risk and then rob them blind after it is done. These exiled lands are one hell of a scam. Okay. It seems that the relics are the entire point of this whole exercise. Whoever or whatever it was that built the ruins, it's them that the people who created this place are interested in. We're just here to be cheap labor. But that's what gives us an opportunity. If you can figure out what they're looking for, and you can find it first, and you can defend it from the Purge, well, then you'll have the biggest bargaining chip of all. And then you can make a great deal. Okay. So, der hat uns ein bisschen was. Okay. Auf Wiedersehen. Okay, wir haben ein neues kennengelernt. Second, the Purge. They kill anybody and anything that gets in their path, yes. But they also take any relics. So, es geht immer um diese Relikte, ja? Hier war komische Musik vorhin. Ist hier irgendwie ein Dungeon oder was? Nee. Irgendwas muss hier ja sein. Umsonst kam mir nicht so komische Musik, oder? Ja.
Die Straße der Sklaven. Okay, wir haben da jemanden entdeckt, den Gixan. Aber mehr erfährt man gerade auch nicht hier. War die Musik jetzt eher Zufall oder was? Ha. Wenn diese Relikte wenigstens zu irgendwas führen würden. Oder ein Wegweiser. Viele Informationen hat er uns jetzt auch nicht gegeben. Irgendwie alles sehr, sehr seltsam hier. Ich hätte jetzt echt gedacht, hier gäbe es ein bisschen was zu finden. Ja gut, ist ja nicht so, dass wir nichts haben. Die Reichsstraße, okay. Wo kommen wir denn? Die Reichsstraße. Ist ja auch irgendwo einer oder was? Die Reichsstraßen, da steht Gixan rum. Gut. Und jetzt gehe ich mal da hoch. Da ist auch noch irgendwas, ne? Wo sind wir überhaupt auf der Map? Hier, ach, hier ist die namenlose Stadt. Ach so. Ja, da will ich ja noch nicht rein. Hier ist die Reichsstraße. Hier ist die Sklavenstraße. Und was ist hier? Da ist doch noch irgendwann unter der Spielermarke gewesen, ne? Nee. Wahrscheinlich mein Gefährte. Irgendwie traue ich mich gerade noch nicht da rein. Das sieht gefährlich aus und groß. Das sieht so aus, als sollte ich da noch nicht sein. Ja. Okay, dann laufen wir die Reichsstraße mal entlang. Ja, da zum Beispiel, weißt du, da führen Treppen hin, ne? Aber da ist nichts. Was ist das für ein Murks, ne? Was ist das für ein Schrott? Ah, tut mir leid, dass wir hier so ein bisschen umherirren. Aber gehört natürlich zum Erkunden und Entdecken dazu. Hier ist nochmal so eine Brücke. Da ist diese Tarantel. Ah, hier war ich schon mal. Okay, hier ist diese Spinnenhöhle, glaube ich, oder? Warte mal, wo sind wir denn? Ja klar, hier, Spinnenhöhle, da ist das Drecksding. Jo. Trauen wir uns an die ran? Oder macht die uns platt? Ja, wer es noch nicht probiert, ne? Die ist nicht alleine, ne. Das ist blöd. Und wir hatten es ja schon mal mit Spinnen zu tun, oder? Die hat uns entdeckt. Ach. Easy. Easy. So gibt's nur Wildfleisch, schmeiß direkt raus. Dann brauche ich mein Häutemesser hier bei den Spinnen. Ach Mann. Ja komm, die machen wir auch noch platt, oder? Hallo, Spinne. Spring noch mal an die Wand, du. So. Weil wegen Spinnenseide auch, ne? Oder Chitin halt. Ist hier mehr mit Spinnen? Hä?
Hier sind anscheinend nur die zwei Spinnen. Ja. Und nix Geister, gar nichts. Vielleicht gibt's ja auch hier für die Geister so einen Sinn, ne? Dass du nur die entdeckst, die du erstmal entdecken sollst. Weil ansonsten weiß ich gerade auch nicht, was ich hier jetzt zu tun hab. Ah. Gucken wir doch mal hier oben. Vielleicht gibt's ja was. Oh, ich glaube nicht. Ja. Es ist nicht so cool zum Runterfallen. Nee. Nicht so cool, hä? Was? Oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja gut, dann so. Ach, Janos ist schon unten. Schön für Janos, dass er schon unten ist, ne? So, guten Tag. Ja. Ich bin etwas überfragt hier. Ich bin gerade so ein bisschen, stehe ich auf dem Schlauch. Dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge vielleicht doch den Turm der Fledermäuse. Dachte, hier findet man doch irgendwie was, ey, Geister oder, ne, die einem so einen Brief zeigen oder so. Aber nö, gar nichts. Nö, da würde ich sagen, hier gibt es so viele Orte, wo man hinreiten könnte, ne? So, ja, schöne Schiete hier. Dafür ist es gut, ne? Ah, Hilfe, sag doch mal einer, was da von hinten noch welche kommen. Brauche ich eigentlich noch für einen Battle Pass? Kriegsbemalung herstellen, Kopfgeld, einen Kopf und eine Leiche abliefern. Eine Leiche abliefern, wie macht man das denn? Leuchtschleim sammeln, Kugel herstellen, Kleinhaus aus einem Elefanten machen. Leuchtschleim sammeln, da muss ich irgendwo tauchen. Ja, guck mal, da sind wir schon fast wieder zu Hause. Ach je. Schon wieder erschreckt worden hier von dem blöden Viech. Oh, gleich drei. Drei ist doof. Ja, Janos, kümmere dich drum. Danke. Ne? Wo ist der denn jetzt? Da. Mein Gott, ja. Klatscht dran vorbei. So. Ja. Eigentlich wollte ich ja nur nach Hause, ne? Da ist das. Ja, schade, dass wir nichts richtig Spannendes entdeckt haben. Klar, wir haben neue Orte entdeckt. Straßen des Reichs oder Reichsstraße und Sklavenstraße. Wir haben da von Gixan die Geschichte über die Relikte gehört. Ja, dass die hier wichtig sind, ist ja auch schon klar geworden. Aber so richtig schlau bin ich jetzt immer noch nicht. Tatsächlich. Oh, wo habe ich mein ganzes Essen hier lassen? Ja, sehr schade, sehr schade. Naja, aber gut, so haben wir hier was kennengelernt. Wieder ein bisschen erforscht. Wir haben neue Werkbänke aufgebaut.
Ist ja auch schon mal was. Das wollte ich ja auch schon die ganze Zeit gemacht haben und bin nie dazu gekommen. So. Ja, müssen können wir mal gucken, ob wir da schon irgendwo wieder auf einen Meister oder so aufsteigen können. Quatsch, hier. Was? Ach so, der hatte gar keins, ne? Er hat das ganze Fleisch, oder? Jo. Er könnte auch mal was gebrauchen. Hier, guck mal. Hier. Komm mal her, du. Kriegst da auch ein bisschen Fleisch hier, ne? Sonst mehr nicht verhungern, guter Mann. So, dann lassen wir nochmal im Wissen gucken. So, was können wir hier denn verbessern? Was haben wir denn hier? Sprengsätze. Ja, das muss ich noch nicht haben. Edle Metallerzeugnisse. Ein Punkt freischalten. Was ist hiermit? Epische Sternenmetallwerkzeuge. Okay. Soweit sind wir nicht. Und den ganzen Kram da nicht. Wow. Hier können wir nichts freischalten. Den Sturmglasarchitekten haben wir schon freigeschaltet. Nö, sonst geht nichts, ne? Fackelträger, was ist das denn hier? Dekoration, nee. Werkzeug wäre nicht schlecht. Überliefertes hier. Was haben wir denn da noch Schönes? Den Löwen hier. Wissen epische Schilde. Okay. Aha. Epische Bogen. Ja, ich könnte mir mal einen besseren Bogen bauen, ne? Ein zahmer schwarzer Löwe und schwarzer Elite-Löwe. Ja, den will ich haben. Müssten wir mal gucken, wo wir Löwen finden. Naja, Ausdauer würde ich schon komplett machen wollen. Tragen geht so. Ja, noch ein bisschen Stärke, komm. So. Ja, aber sonst weiß ich wirklich gerade nicht, what to do. Ja, hier Bosskreatur. Ich könnte nochmal in die Abschaumtiefen gehen und mir da den Kopf versuchen zu holen. Dann Tribok abfeuern, da arbeiten wir dran. Das dauert aber ganz schön lange. Ne, aber das ist in Arbeit hier. So, da, das dauert allerdings. So. Ja, da müssen wir noch warten, bis der Tribok soweit fertig ist. Ja, sonst können wir nochmal, wenn mir jemand erklärt, wie das mit den Kugeleffekten kombinieren gemeint ist, vielleicht gucke ich da auch mal bei Google ein bisschen suchen, vielleicht findet man ja was. Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf diesem Kanal hier weitergeht, lasst mir auch gerne ein Abo da. Würde ich mich sehr darüber freuen, genauso wie über eure Kommentare. Immer wieder schön von euch zu lesen. Vielen Dank, sage ich an dieser Stelle fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.